Guck mal, Star Oh Goodness. Ja, Lamborghini. Warum willst du nochmal was zeigen, nicht nur immer die Männer? Willst du mal den Leuten erzählen, was du eigentlich beruflich machst? RS6, sag ich immer. So geiles Auto. Was geht, Leute? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sassy fragt nach und zu einer neuen Folge, wie kann man sich so ein Auto leisten? Ich bin wieder zurück, ich war eine Weile krank, ziemlich angeschlagen, bin es immer noch ein bisschen. Falls ich so kaputt aussehe und mich so komisch anhöre, wundert euch nicht. Ich war erkältet, bin es immer noch. Aber ich habe gedacht, ich drehe mal wieder ein Video für euch. Das Wetter spielt heute auch mit. Und ich bin irgendwo in Dielsdorf, heißt glaube ich der Ort in der Schweiz. Und es gibt wieder ein neues Video mit einer Dame. Die fährt einen ziemlich coolen Audi, aber mit einer richtig kranken Folie. Für diejenigen, die jetzt das erste Mal auf meinem Kanal sind, falls ihr euch wundert, hä, ein RS3 kann sich doch jeder leisten. Ja, das können sich sicher viele leisten, aber es geht bei mir nicht nur darum. Es geht auch darum, wie die Leute ticken, warum sie solche Autos fahren, was sie so besonders macht, die Autos. Und eben, wie die Leute halt ticken. Darum geht es auf meinem Kanal. Ich will euch auch mal die Personen näher bringen, zeigen, was für Leute das wirklich sind. Oft haben ja auch Leute einen schlechten Ruf durch die Autos. Und so lernt ihr die mal kennen. Falls ihr Bock auf diesen Kanal habt oder dieses Format, unterstützt mich, abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da. Und ja, jetzt kriegt ihr erstmal einen Carporn. Und danach legen wir mit dem Interview los. Also bis gleich. Leute, jetzt gibt es das Interview, wie versprochen. Die Dame wartet schon auf mich und wir legen jetzt mal los. Da steht sie schon. Hallo. Hallo. Stell dich mal bei den Leuten kurz vor. Hallo, mein Name ist Tanja Ruder. Ich komme von Kanton Zürich. Ja. Das ist mein RS3. Da steht das schicke, kranke Auto. Leute, habt ihr schon mal so eine Folie gesehen? Folie ist es, gell? Genau. Eine zwei verschiedene Folien. Two-Face. Two Faces, so nennst du dich auch auf Instagram? Genau, RS Two Face Beast. Wir müssen jetzt mal genauer nochmal auf die Folie eingehen. Ich zeig nochmal. Leute, schaut euch mal die Seite an. Die Seite ist ja anders wie die andere Seite. Genau, mit schwarzen Felgen und violetten Bremsen. Ja. Und auf dieser Seite violette Felgen und schwarze Bremsen. Jetzt musst du mir mal erzählen, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, ich habe so gedacht, der RS3 ist eigentlich original Silber. Ja. Und dann haben wir von der Garage, wo ich arbeite, im Kanton Aargau, bei Expert Car Broker, haben wir alles nacheinander gemacht, Tiefer gelegt, andere Felgen. Ja. Und dann haben wir dann die Folie langsam gemacht und dann die umgekehrt ja. Von Felgen. Ja. Und so habe ich dann das Auto so benannt. Aber wie kommst du auf die Idee, wirklich so zwei verschiedene Farben zu nehmen? Das ist ja schon ziemlich auffällig. Ja, keine Ahnung. Irgendwie bin ich auf das gekommen und ich bekomme recht viel so Komplimente und ich finde das recht gut, weil wir so etwas in dieser Kombination noch nie gesehen haben. Muss ich ehrlich zugeben, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich zeige es nochmal. Leute, das ist die linke Seite. Einfach lila und dann grau-matt, oder ist das? Genau, so schwarz-matt. Schwarz-matt, genau. Und rechts ist es einfach violett. Violett. Und diese Folie gibt es nicht so die viel. Die Felge ist schwarz und die Bremssattel sind auch wieder andere Farben, gell? Genau. Mit hier ist es. Felgen, genau. Ja, das ist ja schon ziemlich wild, verrückt ein bisschen. Aber du magst es ja so auffällig zu fahren. Genau, genau. Das ist jetzt ein RS3 mit wie viel PS? Mit bisschen mehr als 400. Normal haben die ja wie viel? 360 oder 68? Ja, so circa, ja, genau. 368, das ist genau. Ja schon eine ordentliche Ansage mit so viel Leistung. Genau, das ist mein Baby. Was hast du jetzt an deinem Baby so noch gemacht, außer die Folierung? Im Innenraum. Innenraum? Genau. Da wollen wir mal. Genau, schauen. Dann zeige ich das dem mal den Leuten. Genau, da hat es ein Forgecarbon-Lenkrad und alles in violette Farbe. Ja. Sogar hier in der Nacht sieht man es ganz gut. Da ist auch alles Carbon.
zeig mal. Und hier in, am Abend sieht man sieht es jetzt halt nicht. Ah, das ist LED. Genau, LED an allen vier Türen. Ja. Von innen sieht man das auch. Violett dann leuchtet das im Dunkeln sehr schön. Okay. Genau. Ich muss mich nochmal für Sie entschuldigen wegen dem Auto. Es ist ziemlich schmutzig. Sie hat sich ein bisschen geschämt. Da genau. Entschuldigen wir uns nochmal, oder Sie? Du hast erst gestern geputzt. Genau, war gestern durch die Waschanlage alles picobello geputzt. Ja. Jetzt sieht das wieder ein bisschen dreckig aus von Salz. Also die, wo ein eigenes Auto haben, ja. Also die wissen das, wie das ist. Also nimmt sie ja nicht übel. Sie hat es gestern extra für mich geputzt, picobello gemacht. Und heute sieht das Ding wieder so aus, aber im Winter ist das ja normal. Geh mal nochmal auf die Details ein mit den Bremssatteln und den Felgen. Du hast ja beide Seiten anders gemacht. Zeigen uns das mal noch mal kurz. Genau, also das sind die schwarzen Felgen, Wildwilsfelgen mit den violetten Deckel und violetten Bremsen. Ja, Felge schwarz, Bremssattel violett. Genau, und der Lack auch violett auf dieser Seite. Ja. Und auf dieser Seite ist es schwarz-matte Folie. Ja. Und die violetten Felgen mit schwarzen Deckel und schwarzer Bremse. Das sieht man auch nicht alle Tage, gell? Du hast du da an Joker gedacht, an Batman, dem Film Two Faces? Ja, in etwa. In etwa, das erinnert ein bisschen. Es würde mich mal interessieren, was ihr darüber denkt. Es ist ja schon ziemlich gewagt, so eine Farbkombination. Das sieht man nicht alle Tage. Zeigen wir nochmal das Heck. Hier nochmal die violetten Felgen. Leute, habt ihr schon mal so eine Folierung gesehen? Sehr krass. In live sieht das nochmal richtig geil aus. Genau, und hier sieht man auch einen Maxton Diffuser. Ja, zeig ich den Leuten nochmal. Genau, sieht dann richtig dann böse aus. Gut, ich sage mal so, das Auto sieht nicht nur böse aus, das Auto ist ja auch böse. 400 PS bei so einem, wie viel wiegt das Auto ungefähr, weißt du das? Ja, so, nein, ich habe es nicht so richtig... Sagen wir mal 1,78 Tonnen. No, circa, ja. Circa bei 400 PS. Genau. Da würde mich natürlich die Performance interessieren. Ich bin noch nie im RS3 mitgefahren. Daher würde ich jetzt mal sagen, wir drehen eine Runde. Mhm. Zeigst mir ein bisschen die Performance. Mhm. Und dann reden wir nochmal über ein paar andere Sachen. Genau, ist ja. Gut. Super. Wir gehen mal rein und dann ein bisschen Performance filmen, schauen, wie das Auto abgeht. RS3 bin ich noch nie gefahren. Ich höre immer nur Positives. Und wir nehmen euch jetzt mal mit. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt im Auto. Wir machen jetzt eine Performancefahrt zum Testen, wie das Auto so geht. Wir haben noch einen dritten Fahrer bzw. Mitfahrer, der versteckt sich gerade hinten. Vielleicht kann ich schon mal zeigen. Wenn man ihn sieht, weiß ich, der ist jetzt da hinten. Den nehmen wir jetzt mal mit. Ist auch ein RS3 Fahrer. Aber wir fahren jetzt mal. Ich bin mal gespannt auf Performance von so einem Auto. Dann reden wir noch über dich ein bisschen. Let's go, oder? Ist gut, dann legen wir los, Leute. Allein schon der Gurt hier, so Details hier. Mhm. Sieht man das? Richtig cool. Ja, schon schön, wenn man die so anmacht und der blubbert so. Erzähl mal, wie bist du überhaupt auf das Auto gekommen? Das Auto ist zum Verkauf gewesen und dann habe ich mich für das Auto interessiert. Ja. Und so original habe ich gedacht, nee, ich mache jetzt das anders. Ja. Und dann habe ich angefangen, so Details zu machen im Innenraum, das Lenkrad, ja. Forged Carbon mit violette Stückchen drin. Mhm. Das zeige ich nachher nochmal. Genau. Und dann... Gleich mal Gas geben, ne? Genau. Kommt. Alter. Hey, wir sind in der Schweiz, gell? Vergiss das nicht. Oder vergisst du das manchmal? Nein. Also ich will jetzt hier auch keine Geschwindigkeiten nennen, aber der ist ja überschnell auf einer bestimmten Geschwindigkeit. Genau, du bist sehr schnell auf 100, 120, also richtig, der hat eine Beschleunigung, das ist unglaublich. Das ist heftig. Genau, ist ein kleines Auto, wiegt nicht viel, aber der geht ab. Ist halt viermal viel, oder? Quattro. Was ist das? Quattro. Quattro? Quattro, so. Genau. Allrad, ja. Genau. Das ist halt im Winter auch schön. Genau. Du wohnst ja auch ein bisschen hier abgelegen, wo genau. Ein bisschen mehr schneit, glaube ich, wie sonst wo. Ja, es geht. Nein. Geht? Nein, hier ist nicht so viel Schnee, vor allem das ja nicht, aber ist immer gut. Allrad, ich bin genau. Immer ein Fan von Allrad. Ich habe auch gesagt, wenn ich mir ein Auto kaufe, nur Allrad. Okay, smart ist jetzt kein Allrad. War das schon immer dein Wunsch dann, so den RS3 zu fahren? Oder hast du gesagt, ich habe den gesehen und dachte, wow, schönes Auto? Nee, ich habe eigentlich schon von klein auf, bin ich immer schon Audi-Fan gewesen.
Im Audi. Genau, vier Ringe, Audi, einfach Audi. Okay. Dann plötzlich eben habe ich den gesehen, dort wo ich arbeite. Ja. Und ja, dann habe ich mich für den entschieden, aber eben dann optisch und von innen alles abgeändert. Ja, so, die Details werden wir nochmal zeigen. Genau. Leute, sogar innen hat sie violette, sogar innen hat sie violette Akzente gesetzt. Das werde ich euch gleich zeigen. Muss schon sagen, ist schon sehr gewagt. Sogar LED-Lichter hast du hier in violett. Eigentlich alles, gell? Genau, ja. Alles auf violett. Hab das noch nie so gesehen, aber ist schon... Schon speziell, ja. Schon stark, schon speziell. Und siehst du eben nicht alle Tage. Genau, bis jetzt habe ich nur den gesehen, wo es so ist, wie er ist. Ja. Bis jetzt habe ich schon Komplimente bekommen. Aber es ist nicht jedem Geschmack. Also vielleicht sagen ein paar, violett, ich würde es jetzt nicht so machen. Ja. Oder im Innenraum würde ich es anders machen, wer weiß, keine Ahnung. Aber für mich stimmt das so und mir muss es gefallen. Und dann bist genau. Du den einmal gefahren und dann hast du gedacht, boah, RS3 muss es sein. Genau, genau. Und dann eben alles abgeändert und jetzt liebe ich es noch mehr und jetzt ist es mein Baby, Biest. Da steckst du viel Zeit und Geld sicher rein. Genau, ja. Schon schön. Er klingt auch schön. Jetzt haben wir noch nicht Gas gegeben, Leute, noch nicht so richtig. Das ärgert mich immer in der Schweiz, immer wenn ich... Der Kollege lacht hier einen ab. Ja, in der Schweiz musst du aufpassen, hat überall Blitzkasten. Oh, da kommt Lampen, guck mal, was da kommt. Oh jetzt. Ja, Lamborghini. Hurricane war es, glaube ich. Oh, das Auto. Aber wir sind jetzt noch bei RS3. Vor allem eine Frau, das ist immer schön, wenn eine Frau so ein Auto fährt. Nee, dieser kernige Fünfzylinder, das ist einfach ein Wahnsinnsmotor. Hast du gesehen, sogar... Seat, der, wie heißt dieser Geländewagen von Seat? Formentor. Mhm. Hat jetzt denselben Motor, soweit ich weiß, bringen die jetzt raus bei dem Formentor. 390 PS, glaube ich. Jetzt hat Seat auch, ist auch auf den Zug aufgesprungen. Ja. Vorher war es mal Vierzylinder und jetzt haben sie gedacht, jetzt machen wir auch mal einen Fünfzylinder. Mhm, der läuft auch nicht schlecht im Fahren. Ja, Preis-Leistung ist halt heftig. Ja. Der Formentor kostet, glaube ich, auch so 80.000. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was kostet jetzt der neu, wenn du ihn jetzt vom Werk holen würdest? Oh, ich habe keine Ahnung über die Preise, aber jetzt... Was hast du gezahlt? Ja, der war wahrscheinlich so um die 30 oder noch mehr. Ah, du weißt es gar nicht. Ja, ich habe es nicht mehr so richtig mehr im Kopf. Das ist schon länger her. Ja, in der Schweiz läuft es so, man weiß nicht, was man zahlt. Genau, ja. Also man zahlt und fährt ihn und... Man fährt einfach und genau, fährt gar nicht. Und macht ihn optisch und so alles, ändert man ab und dann hat man fast, also oder? Man hat man entweder mehr investiert ja. Oder fast so gleich, wie man bezahlt hat am Anfang. Es gibt ja wenig Länder, die Schweiz ist eins davon. Okay, Alter, wie das den Sitz drückt. Man kann es gar nicht beschreiben, aber man merkt schon, wie der vorwärts unten raus, von oben raus. Mm. Man und will halt schon Gas geben, aber eben. Macht Bock, hä? Genau, ja, aber eben, man muss aufpassen hier. Und Durchschnittsverbrauch 14 Liter, du fährst du schon ordentlich da, ne? Ja, jetzt gerade. 14 Liter für so ein kleines Auto, du. Jetzt gerade, aber sonst, je nachdem, wenn ich alleine fahre, dann fahre ich schon gemütlich. Okay. Manchmal habe ich Bock, dann gebe ich ein bisschen Gas und schalte in die Dynamik. Ja. Und dann ja, gebe ich auch ein bisschen Gas, dann ist er dann schon heftiger unterwegs. Was findest du am geilsten am RS3? Den Sound halt und ja, optisch finde ich ihn sehr geil und auch er ist praktisch so von der Größe her, man kommt überall rein. Und du hast das vor Facelift 2016? 15. 15 sogar? Genau. Ohne OPF? Mhm. Deswegen blubbert er so schön? Genau. Also Leute, wenn ihr euch einen kauft, überlegt euch das zweimal, ob ihr den neueren holen wollt. Weil der alte klingt noch schön. Deswegen sind sie auch wertstabil, glaube ich. Mhm. Weil viele Leute den alten haben wollen. Genau. RS3. Genau, jetzt noch eine genau. Andere Frage. Wenn du den, wenn du jetzt die Wahl hättest, oder du könntest dir ein anderes Auto aussuchen, was würdest du holen? Ja. RS6. RS6, sage ich immer. Ja, RS6 ist auch eben. Ich sage schon die ganze Zeit mal Audi, aber ja. RS6 ist einfach... Brachial, geiles Auto. Ja, so geiles Auto. Bin noch nicht mitgefahren, RS6-Fahrer wollte. Jetzt wollte ich reden. Seht ihr, Leute, ich kann nicht mehr reden, wenn die Gas gibt. Ja, der schießt so richtig raus. Der knattert so richtig. Nein, 5-Zylinder ist Wahnsinn. Aber immer wenn ich reden will, gibst du Gas. Entschuldigung. Frauenpower hier. Genau. Frauen müssen auch mal was zeigen, nicht nur immer die Männer. Naja, sag das mal da rein. Genau. Frauen, traut euch. Genau, Frauen, traut euch. Frauen haben genauso viel zu melden, was Autos genau. angeht. Genau.
Und wenn ihr was wollt, macht es. Holt euch so ein Auto. Fertig, aus. Genau, zeigt Frauenpower. Aber RS6 würdest du also nehmen, wenn du könntest. Ja, genau. Oder als Zweitauto. Ich würde den als Daily nehmen, den ich jetzt habe. RS3 und den RS6 so. Weißt, jeder würde sagen, Daily würde ich irgendwas Kleines fahren mit 100 PS. Und sie kommen mit Daily RS3 und den anderen als RS6 als so nebenbei. Ja. Du bist krass. Wieso nicht? Willst du mal den Leuten erzählen, was du eigentlich beruflich machst? Oder wollen wir es geheim halten? Die sollen mal raten. Die sollen mal schön mal raten. Sollen wir mal so ein Anzeichen geben? So, wir sagen mal so, eins sagen wir mal, dass du handwerklich begabt bist oder im handwerklichen Bereich tätig bist. Ja. Und die Leute sollen mal raten, wo du arbeitest. Genau. Da bin ich mal gespannt, was für Fragen da kommen. Oder was für Antworten da kommen. Außer die, wo mich kennen, die wissen es. Ich wollte dich was fragen, aber jetzt habe ich es vergessen. Ja, dann kann ich ja wieder. Leute, sogar die Männer drehen sich um. Hast du gesehen? Die Typen drehen sich hier um, wenn sie den Sound hören. Gut, das kann ich auch schnell mal mit so einem, keine Ahnung, Lamborghini verwechseln, wenn du ihn hörst. Lambo hört sich natürlich noch mal höher an, der Sound. Jetzt werden mich alle Lambo-Fahrer verfluchen, bestimmt. Aber er klingt geil, wirklich Bombe. Der Sound ist richtig geil. Wie kommst du dann so bei der Männerszene an? Ja, was soll ich sagen? Reden die dann so, sagen, hey, was soll das? Wieso machst du so ein Auto so in der Farbe? Wieso gestaltet mein Auto so? Es haben mich schon viele gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe es mal so probiert mit Too Faced, Violett Schwarz. Ja. Viele finden es richtig geil. Oder am Anfang natürlich haben die ein bisschen Angst, so ein bisschen Angst, zu mich ansprechen. Ja. Aber irgendwann sehen sie mich dann im Instagram und dann fragen sie mich an. Das ist ja ein geiler Name, Too Faces. Genau. Wie schreibt man dich? RS3. Bodenstrich, Bodenstrich, genau, Bodenstrich, Two-Face, Bodenstrich, Beast. Beast, okay. Genau. Das werden wir nochmal einblenden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an sie bezüglich Tuning, Folierung, wo sie das alles gemacht hat, wo sie das Lenkrad her hat zum Beispiel. Genau. Könnt ihr sie alles fragen, ist kein Problem. Und was haltet ihr von der Folie? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Eher verrückt oder auch mal gewagt? Dann bin ich mal gespannt, was ihr da so drüber denkt. Hast du eigentlich Fragen an mich? Ich frage eigentlich immer euch, immer die Fahrer, aber die Fahrer fragen mich nie. Ja. Das wäre auch mal lustig, sowas. Wohl, da hätte ich schon eine Frage. Wie bist du auf das gekommen, wo du jetzt machst? Das war eigentlich ein Zeitpunkt, wo ich meinen Job verloren habe durch Corona. Die Wirtschaftskrise kam ja, dann waren viele Jobs weg. Die Auftragslage ist zurückgegangen und dann hat die Firma Stellen abgebaut. Da musste ich leider gehen. Und dann war ich ein paar Monate zu Hause, muss ich ehrlich zugeben. Und dann hatte ich irgendwie diese Zeit und habe viel YouTube geguckt. Viele haben in der Corona-Zeit YouTube geschaut. Der Kollege hinten sicher auch, immer noch. Und dann eben viel YouTube geschaut, viele Leute gesehen, so, die bestimmte Formate machen. Und dann habe ich so gedacht, hey, so das Format, Autos gibt es viel, aber nicht so Porträts von den Leuten. Wie die Leute ticken, warum diese Autos fahren, was für Berufe sie machen. Und dann habe ich gedacht, hey, wäre doch mal interessant, so ein Format zu machen, wo man so die Leute ein bisschen filmt, zeigt, wie sie ticken, wie sie denken. Und das wird ja zu wenig gezeigt. Und Autoszene ist ja so, die Leute sehen ein Auto und denken, oh, was für ein Idiot oder was für ein Trottel oder was auch immer. Und ich habe gesagt, brauche einen Kanal, wo man die Leute mal vorstellen und zeigt, dass sie eigentlich ganz anders sind. Dass sie eigentlich ganz lieb sind, die Leute, die ihre Passion machen, sie lieben das, was sie tun. Ja, und dann kam ich irgendwie so auf die Idee eigentlich. Cool, cool. Hey, schon wieder ein Lamborghini, du Gottverdammt. Ein grünen. Oh, es ist kaum in der Nähe von Zürich, fahren hier nur Lambos rum. Es ist Sonntag, Sitzi, es ist Sonntag. Und Giftgrün. Genau, da fahren alle mit ihren Autos, kommen da aus der Garage oder mitten ein und gehen auf die Straße. Und sogar noch schönes Wetter. Ja. Was willst du mehr? Das ist so. Wart nur, bis Frühling ist, dann kommen alle. Das ist dann nur gibt's auch mehr Videos, Leute. Dann trauen sich die Leute wieder rauszukommen mit ihren Autos. Dann gehe ich auch mal gerne auch mal wieder in die Waschstraßen, wie ich es früher gemacht habe. Als ich angefangen habe, bin ich immer in die Waschstraßen gegangen. Habe Leute angesprochen. Ja. Und viele haben dann Nein gesagt, aber gab natürlich immer wieder welche, die auch Ja gesagt haben. Die getrauen und sich halt nicht, oder? Passt auf, ich könnte jederzeit irgendwo auftauchen. Deswegen, passt auf. Setzi ist überall. Setzi kann überall sein. Wir können ja gerade, wenn wir schon einen dritten Mann an Bord haben, jetzt hast du Pech gehabt.
Jetzt sieht man dich. Ich filme jetzt den hinten auch mal. Auch. Er will nicht, aber ich filme ihn jetzt. Er hat keine Wahl. Was sagst du zu diesem ganzen Tuning-Drama und dass eine Frau zum Beispiel so ein krasses Auto fährt? Also jetzt bei uns in der Schweiz kommt das ja immer mehr mit Frauen in der Tuning-Szene. Also am Anfang war das nicht so vertreten, die Frauen. Ja. Mehr als Beifahrer mal dabei, aber sonst nicht. Ja. Aber zu dem Tuning nochmal, also ich finde es halt in der Schweiz ein Problem mit dem Eintragen und so. Man hat sehr viele Schwierigkeiten. Ja. Ich hatte jetzt auch Probleme mal mit meinem Auto, aber ja. Also ein bisschen lockerer alles machen, nicht so übertreiben mit dem. Genau. Die ja. Leute machen ja kein kriminelles Geschäft hier, nee. Sondern einfach ihr Hobby nachgehen, Autos verschönern. Ja. Und da sollte der Staat ein bisschen entgegenkommen. Genau. Das sehe ich auch so. Die Leute machen nichts Schlimmes, nichts Illegales. Deswegen, falls das einer von der Regierung sieht, seid mal ein bisschen entspannter, was das Tuning angeht. Genau. Wenn jetzt irgendwelche Leute kommen, Leute, die jetzt natürlich Vollgas geben, die ganze laut machen, ihre Autos zum Krach machen, Leute stören, das ist was anderes, weißt du? Genau. Die Aber wenn du nur Tuning machst für die Optik, dann lass doch die Leute das Auto tunen. Und beim Eintragen seid ein bisschen lockerer. Und dann wird sie happy. Der Mann hier hinten auch. Genau. Und ich auch, wenn ich schön Autos filmen darf. So Leute, ich laufe jetzt mal hier so einen Berghang hoch. Und dann gibt es hier erstmal Soundcheck von außen. Und jetzt haben wir eine Dame hier, die mal richtig durchdrückt. Aber in der Schweiz müssen wir uns natürlich ein bisschen zurückhalten. Wir schauen mal, wie der jetzt gleich klingt. Bin gespannt. Ja, die Volllast ist ein bisschen schwierig hier. Aber wir versuchen es jetzt nochmal. Aber das Ding klingt schon geil. RS3, 5 Zylinder, das ist wirklich Bombe. Aber sie soll jetzt noch mal drücken. Krass. Leute, ich weiß nicht, ob es so rüberkommt auf dem Video, aber ein Live, so kernig der Sound. 5 Zylinder ist schon brachial. Und 400 PS, Leute, das ist Ansage. Wirklich Ansage. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von RS3 denkt. Okay, jetzt macht sie hier. Machen wir nochmal. Jetzt tut sie hier richtig angehen mit ihrem Sound. Soundcheck im Stehen, okay. Zeig mal. Blubbert schon richtig, du. Herrlich. Mach's noch einmal. Also im Stand klingt der nochmal brutaler, muss ich sagen. Was denkt ihr drüber? Aber im Stand für 5 Zylinder wirklich geil. Hätte ich nicht gedacht. Was sicherlich interessant ist, Unterhalt ist ja immer so eine Frage bei solchen Autos. Ja, müssen wir auch noch. Ja, kannst du so grob sagen, was du für das Auto jeden Monat ausgibst? Mit Leasingrate, es ist ja geleast, schätze ich mal. Dann Versicherung, Benzin, du fährst ja daily. Und ab und zu musst du ja auch mal irgendwelche Sachen vielleicht erneuern, Öl wechseln, was auch immer. Ich zahle 500, glaube dann jeden Monat. Versicherung ungefähr, was zahlst du? Eben um die 1000 etwas. Stutz. Wir haben jetzt eine kleine Runde gedreht, ein bisschen Gas gegeben und du weißt, am Ende gibt es mal eine Botschaft. Was würdest du gerne den Leuten sagen? Generell sage ich, kauft euch ein Auto, was ihr euch leisten könnt, was ihr, wo ihr Spaß dran habt. Ja, ändert optisch alles ab oder Innenraum wie ich, wie ihr es wollt. Ja. Und zu den Frauen, ja. Fährt auch ein Auto, wo euch gefällt, schämt euch nicht, bleibt wie ihr sind, ja. Verändert euch nicht, nur weil ihr jetzt ein gutes Auto fährt. Ja. Bleibt einfach so, wie ihr seid und habt Spaß, so wie ich. Und viel Spaß euch. Und meldet euch, wenn ihr auch mitmachen wollt. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr über sie denkt, über das Auto. Ob ihr so eine Folie gewagt hättet. Macht immer wieder so Bock, so neue Autos zu testen. Und wenn ihr mehr, ich kann kein Deutsch mehr, Leute, sorry, ich bin in der Schweiz, weißt, dann höre ich Schweizerisch, dann höre ich wieder Hochdeutsch. Also, wenn ihr mehr von diesem Content sehen wollt, lasst ein Abo da, schreibt in die Kommentare und ich würde mal sagen, bis bald.